wanna know who I do it for. Ain't low, bitch, I do it for my hometown. I suicide by my city, that means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die in my death. Servus Leute, was geht ab? Ich bin heute der Chan. Willkommen zum neuen Commentary. Endlich mal wieder ein Commentary, ist schon länger her. Aber ich sage jetzt erstmal was zum Gameplay. Ist es ein Herrschafts-. Nee, was ist eigentlich hier Herrschaft? Black Ops Gameplay auf Havanna und zwar Freefall. Und ich glaube, ich muss einige Dinge mal besprechen. Also in den letzten Tagen, sorry, dass kein Commentary kam. Mein Mikrofon, das Real-Headset für 10 Euro, ist einfach kaputt gegangen. Ich meine, das hatte ich jetzt bestimmt 8 Monate oder so, über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Und naja, irgendwann gibt es auch so einen Geist auf, wenn es 10 Euro kostet. Ich meine, nicht beste Quali. Es war eigentlich ganz gut, aber naja, jetzt habe ich mir eben das, so einen richtig großen Penis hier gekauft. Nee, also ein Standmikrofon von Blue, also von Blue. Das Blue Yeti Mikrofon, das haben ja einige. Der Max FPS hat das Blue Yeti Mikrofon Pro, das ist die neuere Version, die kostet nochmal mehr. Aber der Paul Vollmers, also Kiel Junge, hat das ganz normale, das ich habe. Das haben wirklich viele. Und es ist auch wirklich richtig gut. Die Quali, was ich jetzt bisher schon so getestet habe, ist richtig, richtig, richtig nice. Und ich habe eigentlich noch nichts Schlechtes über die gesehen, aber jetzt schaut mal, was hier jetzt passiert. Also ich weiß auch nicht. In Freefall und Black Ops, wo man sowieso keine Taktik als Stiege benutzen kann, zu dritt zu boosten. Ich weiß nicht, was mit denen schiefgelaufen ist. Aber naja. Gut, ich muss jetzt ein paar Sachen ansprechen. Und zwar fange ich mal mit den Clan-Ops an, also mit dem Clan, den ich gegründet habe, Chill Gaming. Wir haben ja jetzt schon einige Anfragen bekommen und einige Anfragen bekommen von Leuten, die Premium haben, ob sie in den Clan kommen. Und die meisten oder ziemlich viele haben es wirklich nicht verstanden unter dem Video auf Daumen da, die Moab, dass nur Leute mit Premium rein können, weil die wollen eben Clan-Operationen spielen. Das macht eben ziemlich viel Spaß, wenn man da so ein paar Leute hat und die ganze Zeit, ja, scheiße labert, es bockt schon. Und da können leider nur die Leute mit Premium mitspielen, was natürlich mal wieder richtig scheiße von Infinity Ward ist. Ich meine, sie hätten ja machen können, dass die mit Premium irgendwie doppelt zählen oder so, aber dass die ohne Premium gar nicht mitmachen können, ist schon richtig scheiße, finde ich. Ja, jetzt ist es halt so, dann können eben nur Leute mit Premium mitmachen. Und wir sind jetzt vor kurzem, also wir haben den Clan, ich glaube, vor 2-3 Wochen gegründet und wir sind jetzt schon Level 8, also fast Level 9. Geht richtig schnell, wir haben bald einen goldenen Clan-Check und ja, bald bekommen wir auch alle doppelte XP, was ich sowieso nicht brauche, weil ich schon Level, hier, wie heißt es, 80 auf Prestige 3 bin und noch nicht mehr Prestige und so. Aber ja, gut, ich glaube zum Clan, also es bockt echt richtig und ihr könnt natürlich auch weiterhin Anfragen stellen. Aber wirklich nur, bitte nur noch, wenn ihr Elite Premium habt, also das Kostenpflichtige. Weil, ja, sonst muss ich euch eben wieder sagen, dass es leider nicht geht. Wie gesagt. Und jetzt zu dem Zombie-Gameplay oder Zombie-Video, das ich gestern gemacht habe oder vorgestern, mal schauen, wann ich das Video hochlade. Das war, naja, ich meine, es ist schon ein bisschen falsch verstanden worden, aber ich kann es falsch verstanden worden. Aber ich kann es auch verstehen, weil es kommt schon so ein bisschen wie so ein sinnloses Video rüber. Aber ich habe eben mit Kott Justus, Ego Thomas und Marco, also wie ist denn Marco Holzflicker, genau, zusammen Zombies gespielt. Irgendwann sind die dann zwei rausgeflogen, glaube ich. Und wir waren nur noch zu zweit. Und wir haben die ganze Zeit nur mit Shotguns gespielt, die gepuncht und so. Und wir wollten da in dem Video eben zeigen, dass wir die ganze Zeit wirklich nur mit Shotguns gespielt haben. Ich habe so in die Beschreibung geschrieben, dass ich dann in den nächsten Tagen das richtige Video hochladen werde, ab Runde 30, nur noch mit Shotguns und dann die richtigen Szenen, die wirklich so spannend sind, wo wir auch fast verreckt sind und so und ein paar Mal verreckt sind und wiederbelebt wurden und so. Das kommt dann morgen oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Ich kann es verstehen wirklich, dass ihr das als sinnloses Video fandet. Aber naja. Jetzt komme ich zu den Gastcommentaries und zwar habe ich ziemlich viele Anfragen in der letzten Zeit bekommen bezüglich Gastcommentaries, ob ihr eins machen könnt und so. Und ich habe meistens schon ja gesagt und ja, ich meine, es werden jetzt ziemlich viele Anfragen und ich weiß nicht, vielleicht mache ich es nur noch so, dass ich nur noch Leute auswähle, die es bei mir machen dürfen, dann schreibe ich euch an. Ja, ihr könnt mich dann ja mal so anfragen, schaut ihr mal meinen Kanal an und ja, keine Ahnung, gebt mir Feedback oder so, dann schaue ich mir euren Kanal und dann frage ich euch, ob ihr einen Gastcommentary machen wollt, wenn mir euer Kanal gut gefällt. So viel dazu und auch noch, was ich bei den Gastcommentaries auch noch machen will, ist, dass ich mein eigenes Gameplay benutze. Das heißt, ihr müsst kein Gameplay benutzen, sondern ich schicke euch das zu per Mega-Upload. Gute Witze und so. Nee. Per Mega-Upload, YouTube Unlisted oder so. Dass ihr dann darüber einen Commentary macht, weil dann sehe ich auch, also ihr wisst ja nicht, was ich da in dem Moment gedacht habt und so, dann sieht man ja, ob ihr ein guter Kommentator seid, ob ihr das gut könnt und so,
Und die Leute konzentrieren sich eben nur auf das Commentary und nicht aufs Gameplay. Und ich finde, darauf kommt es in den Gastcommentaries eben auch an. Deswegen habe ich mir das so überlegt. Und hier übrigens hatte der Gegner einen Blackbird. Das war natürlich die Booster, hat mich natürlich richtig gefreut. Naja, und zu den Gast-Gameplays. Also, mir werden noch mehr Gameplays geschickt als Gast-Commentaries-Anfragen. Was natürlich richtig krass ist, weil ich habe selber noch, ohne Witz, jetzt mal ungelogen, 50 Mobs auf der Platte und noch bestimmt, keine Ahnung, 20 weitere richtig geile Gameplays. Also habe ich noch echt genug. Aber wenn ihr so richtige Burner-Gameplays habt, wie zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem eine Standardklasse MOAB geschickt bekommen mit der Klasse die Reaper. Ah, 6 Überwachung AC-130. Nein, Reaper, wie heißt die? Warte, Vorräte und die Angriffszone hat. Mit der Klasse hat er den Mob gepackt, das ist richtig nice, das werde ich auf jeden Fall hochladen. Also schickt mir wirklich Gameplays, die wirklich richtig Bombe sind. So eine ganz normale Mob mit der MP7 oder auch, keine Ahnung, mit, was weiß ich, mit einer ACR oder so, kann ich leider nicht verwenden. Davon habe ich leider selber noch zu viele. Und das Gameplay ist jetzt hier auch gleich zu Ende, aber ich muss noch ein paar Dinge ansprechen, deswegen werde ich noch irgendein anderes, vielleicht COD4, habe ich auch schon länger nicht mehr gebracht. Oder doch, eigentlich schon, aber COD4 ist cool, deswegen hau ich COD4 rein. Ja, ich glaube, das war alles zu Gameplays, Gast-Gameplays und Gast-Commentaries. Und ja, der Reflex hat mir jetzt endlich, ich meine, ich habe es ihm vor ein paar Tagen gesagt, ist ja nicht schlimm, er hatte in der Woche keine Zeit, hat mir jetzt die neuen Sounds für die Moab aufgenommen, für Only Use Gold. Das heißt, die Serie kann jetzt endlich weitergehen. Ich habe vor kurzem ja mit Reflex zusammen das Duel gemacht über die Zonen zerstören Moab. Und da haben wir auch schon gesagt, oder habe ich gesagt, dass die Serie gleich bald weitergeht, also richtig. Und hier übrigens das Score 30 zu 2 mit Skorpion Akimbo Only und Spionage kann Spionage Blackbird. Also schon ein richtig cooles Gameplay, finde ich. Aber ich habe es jetzt trotzdem nicht gemacht, weil ich hatte eben nicht den Sound und auch nicht so, ich weiß nicht, ich hatte nicht so die große Motivation, es zu machen. Aber jetzt habe ich es auf jeden Fall wieder. Ich habe wieder die Sounds mit, also Mob ist Standing By oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall auf Englisch. Davor habe ich ja die Nuke benutzt, weil irgendwie gab es das englische Mob, den englischen Mob-Sound nicht auf YouTube zu finden. Deswegen habe ich einen Reflex gefragt, ob er es aufnehmen kann. Jetzt hat er es aufgenommen. Jetzt habe ich ziemlich viel sinnlose Scheiße geredet. Aber Wayne. Auf jeden Fall wird die Serie jetzt fortgesetzt und auch alle anderen Serien wie Go Old School, Only Use Me Gold, Random Plus Generator, Miniclips und so werde ich weiterhin machen. Und was ich noch sagen will zu den Miniclips, die Miniclips, ja, da will ich eben richtig geile Streaks hochladen, richtig geile Clips, Montageclips, die wirklich richtig geil sind, irgendwie 20 Leute in 5 Sekunden mit der Sniper, nein, was weiß ich, oder richtige Fails, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, richtig fail irgendwie. Auf jeden Fall, was das cool anzuschauen ist oder ja, lustig ist. Und übrigens will ich da auch noch so richtig meinen Musikgeschmack rüberbringen, also so richtig Hip-Hop ist eben ist eben die Musikrichtung, die ich so am meisten höre und am gernsten. Und das will ich euch da eben auch vermitteln, so, also die uncopyrighteten Lieder von zum Beispiel von Hi-Rez oder Dean List, The Dean List oder so. Also solche Lieder, auf die stehe ich echt richtig. Die tue ich dann immer im Hintergrund bei den Miniclips klatschen. Also da könnt ihr auch mal unten in die Beschreibung immer reinschauen. Ja, und bei ihrem Kanal Facebook und so vorbeischauen, das Lied auch. Und blub blub blub. Und sowieso, ihr lest mir viel zu wenig Beschreibung. Ohne Witz, ich bekomme unter jedem Video, es war ja schon immer so die Frage, hey, wie heißt dein Intro? Obwohl zwei Kommentare davor die Antwort stand, naja. Ist Wayne, steht alles in der Beschreibung, schaut da einfach mal rein und so. Da steht auch meine Skype, die ihr unter der mir ihr mich adden könnt und mein Twitter und so. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Da werde ich in Zukunft auch mehr schreiben. Hab ich alles? Warte mal, ich muss kurz nachdenken. Denk, 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 denk. Wasserzeichen wollte ich auch noch sagen, genau. Und zwar hatten mir der Reaction Edit ein Wasserzeichen gemacht zu Graffiti Art. Ja, finde ich echt richtig nice. Ja, ich finde ja Graffiti allgemein richtig cool. Und ja, deswegen finde ich das Wasserzeichen auch richtig cool. Ich werde ihn auf jeden Fall mal in der Beschreibung und auf dem Bildschirm verlinken und so. Und übrigens habe ich jetzt einen richtig coolen Editor für die Open Lobby Highlights gefunden. Also mich haben da ja schon wirklich richtig viele gefragt, wann es endlich losgeht und so. Und ja, also es kann jetzt bald losgehen, ne? Gut, ich habe jetzt gerade nur in so ein Universum geschaut, ob die Aufnahme abgehackt ist, weil das sah gerade so kurz so aus, aber ist sie zum Glück nicht. Gut, also wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut bei dem Reaction Edits vorbei und so und schaut in die Beschreibung. Und ihr könnt mir einen Daumen nach oben geben und vor allem kommentieren. Wäre mir echt richtig wichtig. Also Servus Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.